ganz herzlich begrüßen. Wir hatten während der Landesvorstandssitzung eine sehr intensive, sachliche und ruhige Debatte, auch eine sehr gute Debatte zur Bewertung der Ausgangs der Volksabstimmung, die gestern ja in Baden-Württemberg ein eindeutiges Ergebnis herbeigebracht hat. Inhalt der Landesvorstandssitzung war eine erste Bewertung, soweit es auch heute schon aufgrund der Zahlen möglich ist, und die Konsequenzen daraus, die Landespartei hier in Baden-Württemberg in den nächsten Wochen und Monaten ziehen wird. Anwesend bei der Landesvorstandssitzung waren neben dem Parteirat auch der Ministerpräsident, der Verkehrsminister und Vertreter auch des Kreisverbandes Stuttgart. Wir werden, oder was ein wichtiger Inhalt war, auch sagen, der Landesvorstand dankt erstmal auch allen Menschen, die an dieser teilgenommen haben, an dieser Volksabstimmung, und wir danken vor allem unseren Partnern auch im Landesbündnis für die Kampagne auch der letzten Wochen. Ja, wir haben dann gemeinsam gerade eben im Landesvorstand eine Erklärung vorbereitet mit 6 Punkten, wie wir das Ergebnis bewerten, auch ein Ausblick dazu, was wir weiterhin für Forderungen stellen, auch gerade im Punkt direkte Demokratie. Zunächst mal ist ja zu sagen, dass die Wahlbeteiligung mit 48,3% zeigt, dass die Volksabstimmung erstmal ein großer Erfolg war für die direkte Demokratie. Die Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg fanden es gut, dass sie direkt abstimmen konnten, direkt gefragt werden konnten. Es ist auch ein gutes Zeichen dafür, dass man dieses Thema weiter vorantreiben sollte. Wir wollen uns dafür einsetzen, dass es in Zukunft in Baden-Württemberg erleichtert wird, appellieren da auch an die anderen Parteien in der Opposition, die sich dem bisher verschlossen haben. Unser Ziel wäre es, dass Quorum bei Volksabstimmungen ganz abgeschafft werden, so wie in Bayern auch. Natürlich ist es jetzt so, dass wir erstmal enttäuscht sind über das Ergebnis. Wir sind mit einer anderen Haltung hineingegangen, aber wir akzeptieren natürlich dieses Ergebnis der Volksabstimmung auch als gute Demokraten, und unser Dank, das wurde gerade schon von Chris Kühn auch gesagt, gilt ganz besonders allen Engagierten, die jetzt in den letzten Wochen gekämpft haben für eine andere Position, aber das Ergebnis ist eben jetzt so ausgefallen und wir werden das so akzeptieren. Vielleicht zu den Konsequenzen auch aus Sicht der Landespartei. Das ist sicher sozusagen der Punkt, in dem wir heute auch am längsten debattiert haben. Für uns ist klar, wir halten dieses Projekt auch weiterhin inhaltlich falsch. Aus Gegnern würden nicht über Nacht, auch nicht durch eine Volksabstimmung, innerlich Befürworter. Wir werden aber grundsätzlich unseren Prozess gegen Stuttgart 21 beenden. Die Landespartei sieht jetzt darin die Aufgabe, in der konstruktiven und der kritischen Begleitung des Bauvorhabens und nicht mehr darin, auch den Protest auch auf die Straße zu bringen, was sozusagen die Beteiligung der Landespartei betrifft und auch unserem, dem, was wir als Landespartei machen. Wir sehen uns aber auch als ein Scharnier, als sozusagen eine Schnittstelle zwischen Bürgerbewegung, Zivilgesellschaft, denjenigen, die diesen Protest in den letzten Jahren auch auf die Straße gebracht haben. Dort sehen wir uns als Schnittstelle, als diejenigen, die dort im Dialog bleiben. Und wir werden sehr intensiv auch mit unseren Partnern im Aktionsbündnis, mit unseren Partnern auch im Landesbündnis weiterhin auch in den nächsten Wochen, Monaten und darüber hinaus einen engen Dialog haben. Es ist sicher so, dass ganz Deutschland eigentlich von diesem Konflikt um das Thema Stuttgart 21 profitiert hat. Es wird sicherlich nicht mehr möglich sein, künftig solche Großprojekte ohne Beteiligung, ohne Partizipation so durchzuführen, wie das bei Stuttgart 21 der Fall war. Es gilt vielmehr dafür, sich einzusetzen, dass man in Zukunft im Vorfeld über Alternativen abstimmen kann und nicht erst im Prozess sich nur um die Fragen des Wie das Projekt umgesetzt wird, noch einbringen kann für die Bürgerinnen und Bürger. Das ist auch ein ganz klares Ziel von uns, dass wir uns dafür einsetzen, dass eben über Alternativen auch im Vorfeld schon abgestimmt werden kann, bevor geplant und durchgerechnet und Fakten geschaffen werden. Vielleicht auch nochmal zu dem, was mir nicht sozusagen nur unser Verhalten trifft, sondern auch was für Forderungen wir auch nach der Volksabstimmung an alle anderen Akteure auch haben, die an dieser Volksabstimmung teilgenommen haben.
Einmal ist ganz klar, auch an uns nochmal, wir erwarten Kostentransparenz von der Deutschen Bundesbahn. Die wurde bis jetzt nicht hergestellt, auch während dem ganzen Verfahren der Volksabstimmung nicht. Für uns ist klar, das ist so vereinbart im Koalitionsvertrag, auch im Landtag so abgestimmt, auch im Kabinett so abgestimmt. Der Kostendeckel gilt für uns weiter. Es wird kein frisches Geld aus Sicht der Landespartei in das Projekt Stuttgart 21 fließen. Und man hat es ja in den letzten Wochen mit einer zahlreichen auch Versprechen der Deutschen Bahn auch hinsichtlich anderer Verkehrsinfrastrukturprojekte in Baden-Württemberg bekommen. Also es gab das Versprechen, gerade Rheintalbahn, Südbahn und Gäubahn dort auch tätig zu werden, diese Vorhaben zu realisieren. Wir erwarten, dass die Bahn dort konkret wird und dass wir begrüßen das, werden aber die Bahn da auch immer wieder sozusagen auf die Versprechen, die in den letzten Wochen getätigt worden sind, auch klar hinweisen. Und wir begrüßen auch von der Landesregierung die Ankündigung, da in Gespräche mit der Bahn zu gehen, in einen Bahngipfel zu gehen.